ich war alleine in diesem Flur irgendwie mit meinem Wischmopp und machte dann so eine Pause, hatte den Wischmopp so in der Hand. Da war ich 19 oder so und habe mich dann selber gefragt, sag mal, und das geht jetzt so 40 Jahre weiter, also machst du jetzt immer diesen Job? Und dann war so eine Stimme in mir, die gesagt hat, nee. Mein erster Auftritt sollte 8 Minuten dauern und ich habe nach 4 Minuten abgebrochen, weil keiner gelacht hat. Ich muss immer lachen, wenn jemand durchdreht, also wenn der cholerisch wird. Das hat immer was Komisches und das geht dann in die Lächerlichkeit auch. Ja? Wenn du Schaum am Mund hast, weil du dich wirklich darüber aufregst, ja, dass das Wasser zu warm ist und dann schreist und dann geht so das Hemd aus der Hose. Du siehst auch lächerlich aus irgendwann. Die ersten, ich würde sagen, 28 Jahre ging es immer zwischen leicht und mittel einher. So. Und die letzten 2, vielleicht 3 Jahre war es dann eine schwere Depression. Also wirklich so, dass ich lebensunfähig war und dass ich zum Beispiel heute hätte passieren können, dass ich abgesagt hätte, weil ich gesagt hätte, also wenn der Kerner da jetzt irgendwie lustige Fragen stellt oder auf lustige Antworten hofft, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Also wenn ich es mir mit allen verscherzt habe, ich habe so viele Kinder, einer wird immer kommen zu Weihnachten. Das finde ich, da freue ich mich. Also wenn man traurig ist, dann ist es vielleicht nicht so schön. Aber wenn was richtig gut funktioniert hat, wenn man richtig happy ist, dass man dann vor Glück weint, das ist das Schönste, was es gibt, finde ich.